Ja, der Rudi Gudendorf ist gestorben, Trainer bei Schalke unter anderem, steht auch im Guinness-Buch der Rekorde. Sein Sohn hatte telefoniert mit der deutschen Presseagentur. Ja, und wie gesagt, Rudi war in der ganzen Welt als Trainer aktiv. Also wie gesagt, mein Hut ab. 93 ist ja schon. Ja, ich möchte mit 93 noch in der Disco tanzen, aber okay, man weiß es ja nie. Auf jeden Fall hat Rudi viele Sportmannschaften auf der ganzen Welt trainiert. Und das kann nicht jeder von sich behaupten. Und im Guinness-Buch der Rekorde stand er auch. Also, ja, wie gesagt, hier seht ihr das Bild. Da malt er mit seiner Frau ein paar Kleckse oder was es ist. Das du richtig malen konnte wahrscheinlich nicht. Aber naja, ich poste das. Ja, und Rudi ist halt Rudi, ne? Ist halt nicht Rudolph the Red-Nosed Reindeer, aber es ist Rudi. Also, wie gesagt, ich hätte gerne auch unter ihm trainiert. Also, ich habe auch Fußball gespielt und ich spiele heute noch spitzenmäßig. Ich würde wahrscheinlich auch den HSV jetzt an die Spitze der ersten Bundesliga führen. Nein, jetzt ohne, es ist ohne Scheiß. Ich bin wirklich sehr, sehr gut im Fußball. Auf jeden Fall mache ich Tore und ich bin auch sehr gut in der Verteidigung, sehr stark. Und, naja, mein Beileid, Rudi.